Wir haben jetzt einen Beitrag von Lukas. Lukas ist bei Studenten stehen auf und ich bin gespannt, was er uns berichten wird. Guten Abend, Heidelberg! Guten Abend! Semper Apertus. Diese Losung der Uni Heidelberg, auf Deutsch immer offen, dürfte den meisten von euch bekannt sein. Während die Universität dieses Motto nicht ernst genommen hat und in den letzten 2 Jahren ihre Gebäude teilweise allen, teilweise ungeimpften und nicht genesenen Studenten versperrt hat, so danke ich im Namen der Organisation Studenten stehen auf, der Initiative für Demokratie und Aufklärung, dass sie uns die Möglichkeit bietet, die uns, die ach so offene Universität Heidelberg, nicht aufgetan hat, unsere Meinung zur Corona-Politik offen kundzutun. Nach 2,5 Jahren blicken wir kritischen Studenten auf eine äußerst schwierige Zeit zurück. Eine, die wir uns noch vor kurzer Zeit nicht vorstellen konnten. Aber eines können wir uns nicht vorwerfen, nämlich, dass wir uns nicht gegen die Missstände gewehrt haben. Das Zeigen unserer Wehrhaftigkeit ist uns am Anfang der sogenannten Corona-Pandemie sehr schwer gefallen. In den Zeiten der Lockdowns und 2G-Gesetze an Universitäten und Hochschulen ist uns so gut wie alles verwehrt geblieben, was uns die Lebensqualität gab, die wir so lange genossen haben. Die bewährte Präsenzlehre wurde durch Online-Lehre ersetzt. Der Zutritt zur Universität wurde nur in triftigen Fällen gewährleistet. Und die üblichen Treffen mit Kommilitonen und Freunden wurden untersagt. Später kam ein sehr starker Impfdruck, der vom Wissenschaftsministerium und deren willfährigen Vollstrecker in unserer Uni, dem Universitätsrektoren Bernhard Eitel, ausgeübt wurde und dem viele unserer Kommilitonen nachgegeben haben. Dazu. Darüber hinaus gilt für unsere Medizinstudenten und Auszubildenden in der Pflege immer noch die Impfpflicht, der sich unsere Staufis nicht gebeugt haben, weshalb sie in eine ungewisse Zukunft blicken. Alles in allem eine wahrlich harte Zeit, die auch uns junge Menschen sehr in Mitleidenschaft gezogen hat. Während der sogenannten Pandemie haben Forscher unserer Universität eine Studie an 2137 Studenten durchgeführt, mit dem Ziel, das Wohlbefinden und die mentale Gesundheit der Studenten der Universität Heidelberg in Zeiten von Corona zu ermitteln. Die Ergebnisse waren schockierend. Seit 2020 fühlen sich 72,2% aller teilnehmenden Studenten an der Umfrage in ihrem Wohlbefinden stark beeinträchtigt. 41,8% waren depressiv. Mittelschwere bis schwere Symptome für Depressionen wurden bei 31,8% festgestellt. Anzeichen für funktionelle körperliche Störungen gab es bei 25,4% aller Studenten und für Angstsyndrome bei 20%. Wie Sie hören, sind wir jungen Menschen durch die Maßnahmen, die von unseren verbrecherisch agierenden Regierungspolitikern verordnet und an den Universitäten ohne Widerspruch durchgesetzt wurden, nachhaltig geschädigt worden. Eine besonders unrühmliche Rolle spielte dabei die baden-württembergische Wissenschaftsministerin Theresia Bauer von den Grünen, die hier in Heidelberg wohnt. Aus Ihrem Ministerium stammen die zahlreichen Verordnungen, die uns Studenten das Leben schwer gemacht haben. Nun möchte Frau Bauer nach ihren zahllosen Misserfolgen in der Pandemiebekämpfung an den Universitäten Heidelberger Oberbürgermeister werden und den Amtsinhaber Eckhard Würzner herausfordern. Ich rufe Sie hiermit auf, diese Frau ausdrücklich nicht zu wählen. Um diese Frau
Um diese Frau in ihrem Machteifer zu stoppen, müssen wir die Mauer gegen Bauer bilden. Es liegt in unserer Hand, aus den Lockdowns für Studenten, für Theresia Bauer einen lebenslangen Lockout von allen Posten in Rathäusern und Regierungsgebäuden zu machen. Theresia Bauer und ihre Politik waren einer der ausschlaggebenden Gründe, warum sich Ende 2020 die ersten Studenten aus Heidelberg und Mannheim über die Plattform Studenten stehen auf zusammenfanden, um zu evaluieren, was man gegen diese grundgesetzwidrigen Zustände an den Universitäten und Hochschulen beider Städte tun konnte. Wir hielten es für zielführend, mit der Universitätsleitung und Professoren aller Fachrichtungen in Kontakt zu treten, um auf unsere Situation aufmerksam zu machen und im Idealfall sogar Veränderungen im positiven Sinne erzielen zu können. Dies gelang in einzelnen Fällen, teils sogar mit positiven und sehr langen Gesprächen. Von nahezu allen Professoren haben wir jedoch keine Antwort bekommen oder allenfalls ein simples "Lasst euch impfen" als Antwort erhalten. Besonders blamabel ist das Verhalten des Rektorats der Universität Heidelberg unter Führung von Bernhard Eitel, der sich nicht im Ansatz darum bemüht hat, unsere Forderungen zu erhören oder gar umzusetzen. Ein wahrhaft eitles Verhalten des Herrn Eitel. Mit dem lebendigen Geist, für den Heidelberg international bekannt ist, hat das nichts im Ansatz zu tun, liebe Freunde. Da die Form des direkten Dialogs mit Entscheidungsträgern nicht ausreicht, sind wir natürlich auf zahlreichen Demonstrationen und Montagsspaziergängen zu finden, unter anderem auch jede Woche mittwochs hier in Heidelberg. Aber natürlich auch auf den bundesweiten Studentenstehen-auf-Demos oder bei weiteren Demos, Großdemos im gesamten Bundesgebiet. Doch ebenso wichtig ist, dass wir nicht nur aktive politische Arbeit betreiben, sondern auch auf menschlicher, freundschaftlicher Ebene eine Einheit bilden. Wir konnten über Studentenstehen-auf die soziale Isolation, die uns von den Rechtsbeugern in Bundes- und Landesregierung aufgezwungen wurde, zumindest in Teilen durchbrechen. Ja, natürlich haben im Zuge der durch die Corona-Politik verursachten Spaltung einige ihre Freunde verloren, manche sogar ihre Familie. Gerade in einem Alter, in dem sich ein Mensch beruflich und sozial besonders stark weiterentwickelt, ist das eine fatale Zäsur für viele gleichaltrige Corona-Kritiker gewesen. Die Suche nach neuen Weggefährten wurde durch die staatlich verordnete Isolation, insbesondere von Ungeimpften, erschwert. Wir haben uns dieser zwangshaft widersetzt und konnten durch unseren Zusammenschluss das ein oder andere kompensieren, was wir verloren haben. Das, was uns hier verbindet, ist nicht nur die gemeinsame Meinung zur Corona-Frage. Nach 2,5 Jahren sogenannter Pandemie ist das einende Band vielmehr ein Band der Freundschaft. Vielleicht ist das auch gut so, denn mit den Freunden, mit denen wir die Zeiten des offenkundigen Elends durchgestanden haben, werden wir sicherlich auch die zukünftigen Herausforderungen, die kommen werden, meistern. Man darf niemals vergessen, dass man als Mensch an Herausforderungen, denen wir tagtäglich begegnen, wächst. Als junge Generation, für die ich sprechen darf, haben wir noch einen weiten Lebensweg vor uns,
Deswegen können wir die schwierige politische Lage auch aus einem positiven Blickwinkel betrachten. Sie bietet uns die Möglichkeit, nicht nur charakterlich zu wachsen, sondern im besten Sinne auch erwachsen zu werden. August Neidhardt von Gneisenau pflegte einst zu sagen, die neue Zeit braucht nicht mehr Titel und Pergamente, sie braucht frische Tat und Kraft. Ja, vielleicht brauchen die zahlreichen linientreuen Professoren die Titel, die ihre Reputation begründen. Aber um im starren Geist der Universität wieder Leben zu erwecken, braucht es frische Tat und Kraft von uns. Auch deshalb, weil die neue Zeit noch einige Herausforderungen für uns bereithält. Wir sind die Generation, die eines Tages die Geschicke Deutschlands bestimmen muss. Wenn ich mir die Politiker unserer Generation anschaue, namentlich Emilia Vester, Ricarda Lang oder Kevin Kühnert, können wir uns sicher sein, dass es in diesem Land zu weiteren gewaltigen Veränderungen kommen wird, deren Dimensionen wir noch nicht abschätzen können. Vor allem werden diese zukünftigen Entscheidungsträger an den Universitäten ausgebildet. Die eben erwähnte Ricarda Lang hat hier in Heidelberg Jura studiert. Zwar hat sie das Studium abgebrochen, das ist jetzt bei den Grünen auch keine Überraschung, aber das darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass sie ihr politisches Rüstzeug hier erlernt hat. Deswegen ist unsere Aufgabe eine langfristige. Wir können uns sicher sein, dass Corona nur eines von vielen Problemen sein wird, das wir versuchen müssen zu lösen. Aber eines nach dem anderen. Sie werden sich darauf verlassen können, dass wir uns darum kümmern werden, dass die Universität auch im Herbst und Winter Semper Apertus bleibt und dass ein lebendiger Geist in die Fakultäten einkehrt, der einen offenen und unvoreingenommenen Diskurs gewährt. Eines Tages werden wir uns hoffentlich auch für größere Aufgaben empfehlen können. Unser Ziel muss lauten, den Langs und Kühnerts dieses Landes Paroli bieten zu können und aufzuzeigen, dass unsere Generation bessere Entscheidungsträger aufbieten kann, die Deutschland in eine bessere Zukunft weisen. Denn der Mantel der Geschichte weht an uns vorbei, wie Helmut Kohl einst zu sagen pflegte. Ergreifen wir ihn mit Kraft und führen ihn mit edler Tat in eine bessere Zukunft. In eine Zukunft der Freiheit, in eine Zukunft der Selbstbestimmung, in eine Zukunft, in der das lebenswerte Leben auch wirklich lebenswert ist. Seien wir wehrhaft, seien wir verantwortungsbewusst. Seien wir die Wegweiser in eine bessere Zukunft. Vielen Dank! Ja.